Eigentlich sollte die RSV-Impfung schon im Herbst beginnen. Doch jetzt ist Herbst und die RSV-Impfung klappt in der Realität noch nicht wie geplant. Was sind die Gründe dafür und was bedeutet das konkret für Eltern und ihr Baby? Das erfahren Sie jetzt. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Über meinen YouTube-Kanal möchte ich Sie an meinen jahrzehntelangen praktischen Erfahrungen teilhaben lassen. Sie finden auf meiner Webseite kinderarztvombodensee.de alle über 200 Videos zu den wichtigen Themen aus der Sprechstunde alphabetisch gelistet und einfach zum Anklicken. Aber auch aktuelle Themen wie das jetzige greife ich auf und kommentiere sie. Wenn Sie das gut finden, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Kanalabo und wenn Sie mich weiterempfehlen. Über die RSV-Impfempfehlung der STIKO gibt es bereits ein Video von mir, in dem ich über die Hintergründe für diese neue Empfehlung aufkläre. Schauen Sie sich bitte unbedingt dieses Video an, wenn Sie herausfinden möchten, ob die RSV-Impfung etwas für Ihr Baby ist. Warum aber läuft die Umsetzung der STIKO-Empfehlung vielerorts noch nicht so rund? Das liegt zum einen daran, dass der Impfstoff derzeit einfach noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Zum anderen daran, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen Probleme damit haben, die nötige Zeit für die Aufklärung der Eltern und für die Impfung selbst in der zur Verfügung stehenden normalen Sprechstundenzeit nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln zu können. Hinzu kommt, dass einige Kolleginnen und Kollegen die RSV-Impfempfehlung gar nicht so aktiv unterstützen, weil in ihren Augen die Vergütung für diese Maßnahme nicht dem dafür erforderlichen Aufwand entspricht, wozu die Aufklärung und die derzeit noch oft erforderliche Ausstellung eines Extrarezeptes für den Passivimpfstoff plus die Impfung selbst gehören. Ich versuche nun mal, mich in verschiedene Elternlagen zu versetzen. Wenn Sie zu den Eltern gehören, die unbedingt diesen Immunschutz für Ihr neugeborenes Baby haben wollen, sprechen Sie die RSV-Impfung aktiv schon bei der U2 nach der Geburt noch in der Klinik an. Wenn es da aber noch nicht geht, wenden Sie sich gleich nach der Entlassung an Ihren Kinderarzt zu Hause. Denn je früher diese Impfung gemacht wird, desto sinnvoller ist sie. Warum das derzeit in vielen Kliniken noch nicht so funktioniert, erkläre ich nachher. Wenn Sie zu den Eltern gehören, die zwar grundsätzlich Ihr Kind vor einer RSV-Infektion schützen wollen, damit aber lieber noch etwas warten wollen, so müssen Sie wissen, dass Sie dieses noch warten eventuell bereuen könnten, und zwar dann, wenn zwischenzeitlich Ihr Kind eine RSV-Infektion bekommt und im schlimmsten Fall auf der Intensivstation landet. Und wenn Sie zu den Eltern gehören, die sich nach Information und Aufklärung bewusst gegen diese Impfempfehlung entscheiden, so ist das Ihr gutes Recht, denn eine Empfehlung ist keine Pflicht. Gehören Sie zu den Eltern, deren Kind seit dem April diesen Jahres geboren ist, also kein Neugeborenes und schon ein paar Monate alt, und Sie wollen es mit der RSV-Impfung schützen, bekommen aber keinen Impftermin, zum Beispiel weil es nicht genügend Impfstoff gibt und deshalb eine Reihenfolge festgelegt wird, bei der Neugeborene und Risikokinder ganz vorne stehen, dann vertrauen Sie darauf, dass Ihr Kind aufgrund seines Alters kein so hohes Risiko mehr hat, auf der Intensivstation zu landen. Die bisherigen Daten belegen eindeutig, dass vor allem die Säuglinge in den ersten 6 Monaten am meisten von der Impfung profitieren. In den Ländern, in denen die RSV-Passivimpfung für alle Säuglinge schon vor über einem Jahr eingeführt wurde, konnte man für die Altersgruppe von 0 bis 6 Monaten einen deutlichen Rückgang der stationären Behandlungsfälle wegen einer RSV-Infektion nachweisen. Deshalb ist es derzeit auch das Bemühen, diese Impfung schon in der Klinik anlässlich der U2 anzubieten. Es müssen aber dafür erst einmal die entsprechenden Strukturen geschaffen werden, wie Einführen eines Ablaufschemas, welches in jeder Klinik individuell erarbeitet wird,
in dem auch die Aufklärung der Eltern eine wichtige Rolle spielt. Wann ist diese sinnvoll und möglich? Wer macht sie? Da bin ich zum Beispiel der Meinung, die Aufklärung sollte und könnte schon vor der Geburt stattfinden, wo alles auch im wörtlichen Sinne noch recht ruhig ist. Es geht weiter mit der Beschaffung des Impfstoffes, ganz zu schweigen von der für eine Klinik vorher erforderlichen Klärung der Übernahme der nicht unerheblichen Impfstoffkosten. Mit der sachgerechten Lagerung, sprich Einhalten der Kühlkette und Bereitstellung einer recht großen Menge davon. Bisher wurden nämlich in einer Entbindungsklinik nur in relativ wenigen Einzelfällen Neugeborenen, zum Beispiel die Hepatitis B-Impfung, direkt nach der Geburt gegeben. Dass jetzt nach den Empfehlungen der STIKO zwischen Oktober und April alle Neugeborene möglichst noch in der Klinik diese Spritze bekommen sollen, ist in dieser Dimension etwas Neues und erfordert einen ziemlich hohen logistischen Aufwand für eine Klinik, der leider nicht so einfach von heute auf morgen in die Praxis umzusetzen ist. Für mich zeigt sich hier am Beispiel der RSV-Impfempfehlung mal wieder ziemlich deutlich und klassisch der Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Oder anders gesagt, alles braucht halt seine Zeit. Wenn Sie dieses Video gut finden, liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal, denken Sie an meine Webseite mit der alphabetischen Auflistung der vielen weiteren Videos von mir und erzählen Sie in Ihrem Bekanntenkreis vom Kinderarzt vom Bodensee.